Hallo und herzlich willkommen zurück. Erfolgreich. Willkommen an Bord dieser Terracorp-Raumstation. Zu Verbindung einer zum weiteren Folge örtlichen von X2. Handelsnetzwerk hergestellt. Und ich denke, wir müssen mit einer Person reden. Und zwar denke ich, müssen wir mit der Elena reden. Wo ist die? Sayako, wir reden Jetzt mit dir. Lass die Techniker ihre Arbeit tun. Okay, gut. Dann reden wir mit der Saya. Steckt unser Schiff im Boden fest? Es sieht beinahe danach aus, oder? Ja, wie auch immer. Das ist also ein Sprungantrieb. Der sieht ja nicht so spektakulär aus. Also wirklich nicht. Wo montieren die das dran? Weil innen rein kann das Riesending ja nicht passen. Oder? Gut. Schiff. Ich guck mal gerade immer auf Fracht. Sprungantrieb. Da ist er. Boah. Da sieht er aber schon anders aus als. Okay, da sieht er ein bisschen besser aus sogar. Okay, wir haben einen Sprungantrieb. Können wir damit jetzt eigentlich? Warte mal, wenn ich jetzt nochmal. Oh, wo ist sie denn? Nee, ist nicht mehr da. Okay, also das war echt eine kurze Vorstellung von ihr. So, Hilfe. Sprungantrieb. Wo ist der Sprungantrieb? Sensor von der Steuerdüsen. Okay. Joystick, Zielerfassung, Sichtkontrolle. Sektorkarte, Schiffmenü. Tastenkürzel. Sprungantrieb starten. Shift J. Kann ich jetzt einfach sagen, ich will nach Priesterringe? Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Was? Nicht genügend Energie vorhanden. Nicht genügend Energie vorhanden? Was? Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Nicht genügend Energie vorhanden. Sollte der nicht funktionieren? Fragezeichen. Nicht genügend Energie vorhanden. Ich habe keine Ahnung. Braucht der Energie? Warte mal. Muss ich Energiezellen vielleicht mitnehmen? Ich könnte mal Energiezellen kaufen, oder? Das ist doch nicht so tragisch. Navigation docke an. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Dann holen wir uns mal gerade eben Energiezellen, sofern wir noch Platz haben dafür im Frachtraum, weil wir haufenweise Munition mit haben. Und schauen noch mal, ob das dann vielleicht funktioniert. Weiß es nicht. Und wenn nicht, müssen wir den Frachtraum, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Das ist nicht so tragisch. Die ersten paar Upgrades. Andock. Können wir uns schon leisten. So Verbindung zum so. Örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 5 können wir uns noch ein. Energiezellen, Energiezellen gekauft. Okay. Sprungantrieb nicht einsatzbereit. Nicht genügend Energie okay. Vorhanden. Navigation docke an. Ach, das ist nichts. Andock-Erlaubnis da erteilt. Gibt's auf jeden Fall auch Autopilot Upgrades. Aktiviert. Gehen mal eben hin. Oh Gott. Oh Gott. Wenn das kostet das echt Energiezellen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Bin da neugierig. Also ich hoffe, dass es Energiezellen kostet, weil ich wüsste nicht, wo wir sonst Energie hernehmen sollten oder wie. Okay, wir können auch mal gucken. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Wir können mal gucken. Wir können nochmal hier Moskito. Die Moskito ist die meistverwendete leichte Rakete in Raumkämpfen. Ja,
Moskito verkauft. Wespe. Libelle. Hummel. Soll ich eine Wespe auch noch weggeben oder? Hornisse würde ich auf jeden Fall behalten wollen. Ah, was soll's. Okay, wir kaufen uns aber noch ein bisschen Laderaumerweiterungen, würde ich sagen. So 10 Stück können wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine hochmoderne Subraumkompressionstechnik um eine bestimmte Anzahl Einheiten erweitert. Diese Erweiterung 40. wird umso aufwendiger, je stärker ihr Laderaum bereits komprimiert wurde. 10.000, ja komm, ein bisschen was können wir noch ausgeben. 13.000, ja komm. Gut, das war ein bisschen viel. Das ist mir ein bisschen zu viel. Mir auch noch ein bisschen zu viel. Ja, komm. 17.000. Laderaumerweiterung installiert. Okay. Haben wir sonst noch irgendwie was, was wir noch brauchen? Das System MK3, keine Ahnung. Also Geld haben wir mittlerweile ein bisschen was da. Also ein bisschen was da. Es ist... Okay, an... Erlaubnis erteilt. Wir versuchen mal nochmal. Aktiviert. Also irgendwie muss das ja gehen. Also es kann nicht sein. Machen wir den Laderaum voll Energiezellen. Dann schauen wir mal. Hoffentlich braucht das Ding Energiezellen. Weil ich, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie es sonst gehen sollte. Alternativ könnte es ja auch sein, dass wir gerade erst diesen Sprungantrieb irgendwie zum Laufen bringen müssen und das halt die Quest ist oder so, ich weiß es nicht. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wir nehmen mal Energiezellen mit. Okay. Sprungantrieb wird geladen. Ja! 10%. 20. 30. 40. 71 habe ich mit. 50%. 60. Dauert ganz schön lange. 70. 80, 90, initiiere Sprung. Okay, dauert ganz schön lange, aber funktioniert. Geht vielleicht schneller als hin und her zu fliegen. Jetzt schauen wir mal, 71 hatten wir mit, wie viel haben wir denn jetzt dabei? Erreiche System, Erzgürtel. 71? Warte mal. Wir hatten den Laderaum voll. 10 haben wir gebraucht. So schaut's aus. 10 schaut's aus. 10 brauchen wir. Wir hatten 81 wahrscheinlich dabei. Also. Wir schauen mal. Wenn wir von hier nach hier fliegen wollen. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. Okay, das hat mehr gebraucht. 40, das hat jetzt 50%, 25 gebraucht, 60, oder? 60. 70. Nee, 15. 80, 90. 15. Initiiere Sprung. Nee, doch, 25. 25. War schon richtig, 25. 25 Energiezellen. Okay, gut. Also es braucht Energiezellen. Die können wir überall holen. Alles super, alles easy, wunderbar. Erreiche System, Priesterringe. Ja, super, geil. Okay, da hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Handelsstock. Ja. Kein Ziel. Paranie-Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gut, dann docken wir mal an auf dem Handelsdock. Und dann geht's mit der Storyline weiter, hoffe ich. Also, wir brauchen Energiezellen. Wir könnten aber vorher, weil ich gerade sehe, hier Autopilot ist ein, hier deaktiviert. Energie. Paranit Sonnenkraftwerk Beta. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot wir docken da mal an. Aktiviert. Wir holen uns mal kurz Energiezellen. Andock. Gut. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Wir füllen mal auf. Ich meine, das war jetzt ein teurer Kauf, aber es ist nicht so tragisch. Andock-Erlaubnis erteilt. So, Autopilot aktiviert. Jetzt aber los geht's. Oh, diese Wasserkühlung, echt. Oh. Wir können auch mal speichern noch. Andock-Vorgang erfolgt. Erfolgreich. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ich mach mal hier. So. Schwarzes Brett. Nur mal kurz gucken. Ich glaube, es ist nichts. Das ist alles dabei. Anruf an eine Station. Wurde eine Ihrer Station beschädigt? Wenn dies der Fall sein sollte, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu meiner Mannschaft auf. Wir werden sofort zur Stelle sein und mit der Instandsetzung der Station beginnen. Okay, alles klar. Ja, und ich. Wir haben keine Beschädigte.
Lotto. Wir können mal ein Lotto spielen für 2500 Credits. Ja, ich nehme einfach mal irgendwas, ne? Ich nehme einfach mal irgendwas. Ist ja egal. So, Lotto gespielt, wunderbar. Ja, keine Ahnung, egal. So. Verbindung mit Person an Bord. Das war der Mango-Sack. Ich, Mango-Sack der Große, respektierter Staatsbürger und treuer Gefolgsmann des Pontifex Maximus Paranidia, erbarme mich deiner, unheilige Kreatur. Ich hoffe, du hast gute Gründe, unseren heiligen Boden zu verunreinigen. Ach, oh Gott, was ist denn das für ein... Okay, es sind Paraniden. Also die sind alle so. Die Sektoren heißen ja auch dementsprechend. Man erzählt, dass ihr NGL-Empfänger verkauft. Und Option Nummer 2. Oh mein Gott, sagt der Große, ich suche euch auf, weil ich den NGL-Empfänger benötige. Ich nehme das. Du weißt zumindest, wie man ein höheres Wesen anspricht, schwächliche Kreatur. Ja. Was ich verkaufe. Niemals werde ich Geschäfte machen mit solchen, die so unrein sind wie du. Oh Gott. Es ist wichtig für mich, ich brauche unbedingt dieses Gerät. Es würde sich selbstverständlich in Credits auszahlen. Bitte, ich flehe euch an, zeigt mir eure Größe, oh mein Gott, sagt der Allergrößte. Ich weiß nicht, 2 oder 3... Bei den Teladi würde ich definitiv 2 nehmen. Bei denen nehme ich jetzt Nummer 3. Bitte, ich flehe euch an, zeigt mir eure Größe, oh mein Gott, sag, der Allergrößte. Du bist eine drollige kleine Kreatur. Schade, dass ich dich nicht als Haustier behalten kann. Du bist sicherlich der hellste deiner Spezies, sonst würdest du nicht hier stehen. Mal sehen, ob du wenigstens mehr Credits als Verstand besitzt. Kostet 3333 Credits, aber für dich mache ich einen Sonderpreis. 33.333 Credits. Oh. Wir brauchen das Ding, ne? Ist egal, ich überweise das Geld. Weg damit. Sehr gut. Es widersteht mir, mit dir Geschäfte zu machen, aber so werde ich dich wenigstens los. Jetzt geh. Der Empfänger wurde auf dein Schiff transportiert. Perfekt. Dankeschön. So, was wollen wir jetzt machen mit dem Empfänger? Keine Ahnung. Hat der überhaupt noch Platz im Frachtraum? NGL-Empfänger, ich sehe ihn nicht. Vielleicht ist er da auch gar nicht drin. Vielleicht taucht er da einfach gar nicht auf. Weiß ich nicht. Okay. Und jetzt? Wie geht's weiter? Ah, okay, so geht's weiter. Wir werden begrüßt. Ohio, Julian. Hallo, Brad. Hallo, Zaya. Ich bin ganz schön überrascht, dass wir dich hier treffen. Aber es freut mich immer wieder, dich in deinem schönen Standard-Raumanzug bewundern zu können. Halt die Klappe, Brad. Ich sehe, dass ihr schon einen NGL-Empfänger bekommen habt. Großartig. Elena sagte mir, dass ich euch hier treffen soll. Sie sagte, dass ihr in das System Nianas Unterschlupf müsst und Unterstützung gebrauchen könnt. Unterstützung? Wofür das denn? Auf dem Weg liegt ein Xenon-Sektor vor uns. Und das könnte ein Riesenspaß werden. Darf ich mich euch anschließen? Sag mal, Zaya, bist du verrückt? Wir werden sicher nicht die rote Route nehmen. Ist doch viel zu gefährlich, durch den Xenon-Sektor zu fliegen. Ach komm schon, Brad. Wo ist dein Sinn für Abenteuer hin? Die rote Route ist viel kürzer und Xenons sind wirklich kein Problem. Das wird ein Spaß. Das ist Irrsinn. Ich werde ganz sicher nicht die rote Route nehmen. Gut. Julian hat den NGL-Empfänger. Also ist er derjenige, der entscheiden sollte. Welcher Weg ist dir lieber? Kurz und spaßig oder lang und langweilig? Oh Gott. Eigentlich will ich nicht Ewigkeiten rumfliegen. Aber eigentlich will ich auch nicht durch so einen Sektor. Oh Gott. Ich habe gespeichert. Wir fliegen da durch. Kann ich verstehen, Jules. Ich sehe deine Gründe. Hey, was meinst du damit? Na gut, ihr beide nehmt die
werde durch die agonischen Sektoren fliegen. So kann ich unterwegs wenigstens der Terrakorp noch Bescheid geben. Dann werde ich jetzt mal nach Heimat des Lichts zurückspringen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Und Jules, sorg dafür, dass du genug Feuerkraft unter der Haube hast, wenn ihr durch den Xenon-Sektor fliegt. Sonst hat sie am Ende den ganzen Spaß für sich alleine. Und wir fliegen wie ein Toten. Aber er hat es wenigstens am richtigen Fleck. Woher kennt ihr euch denn überhaupt? Genau. Ich habe ihn im HQ der Terrakorp getroffen. Netter Bursche. Nur ein bisschen ermüdend, weil er dauernd versucht hat, mich mit seinen Piratenmanieren zu beeindrucken. Joa, kann ich gar nicht verstehen. Los geht's. Folgt mir einfach. Wir müssen eine Menge Sektoren durchqueren. Und selbst über die rote Route, die kürzer ist, wird diese Reise doch eine Weile dauern. Wenn du unterwegs noch etwas Geld verdienen willst, dann mach das. Ich werde immer in der Nähe auf dich warten. Och, die ist ja nett. Die ist echt nett. Gut, wo bist du denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Saya. Soja-Rai finde ich, aber ich finde keine Saya-Schiffe. Wo ist sie denn, die Saya? Die wird doch nicht in den Merkur fliegen, das glaube ich nicht. Was bist du? Okay. Weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. War da der Pegasus? Wahrscheinlich ist Nico no Fune. Nico no Fune. Wahrscheinlich ist sie das, ne? Leg da mal hin. Gibt's hier eigentlich auch noch diesen. Achso, ne, gibt's nicht, ne? Also ich hoffe, ich habe den Eingehende Nachricht. Okay, eingehende Nachricht. Oh Gott. Hi Julian, Brad hier. Ich habe mir gerade dein Schiff angeschaut. Hast dich ganz schön ins Zeug gelegt. Sieht so aus, als wüsstest du immer noch, wie man sich ein paar Credits verdient. Trotzdem gibt's da noch was, das du dir mal anschauen solltest. So eine Steuerdüsenerweiterung, weißt du? Seit ich die in mein Schiff habe einbauen lassen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das Teil rumzufliegen. Wenn du mal beschossen wirst und die Typen absolut nicht abschütteln kannst, gibt's nichts Besseres. Soviel ich weiß, kannst du die Erweiterung in den Ausrüstungsdocks der Boronen, Paraniden oder Spit kaufen. Mit dem Upgrade kannst du gleichzeitig vorwärts und seitwärts fliegen. Und bist nur sehr schwer zu treffen. Wenn du mit Saya durch Xenon-Sektoren fliegen willst, solltet ihr euch die Steuerdüsenerweiterung unbedingt vorher ins Schiff einbauen lassen. Sonst werdet ihr dort wie auf dem Präsentierteller sitzen und ich werde dir nicht den Hintern retten können, wenn du das Schiff im feindlichen Gebiet aufgeben musst. Das war eigentlich alles, was ich dir noch sagen wollte. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Xenon-Sektoren. Pass bitte für mich auf Saya auf. Manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Ja, okay. Gut, alles klar. Gut, haben wir hier irgendwo Handelsstunden? Wir gucken mal, vielleicht kommen wir auf dem Weg irgendwo dran vorbei. Schiffe. Habe ich die gute noch? Ich glaube nämlich, das ist sie. Ich weiß es nicht. Ich mach mal hier. Hallo Julian, was möchtest du von mir? Ja, ich möchte wissen, wo ich hinfliegen muss. Ich soll dir nachfliegen. Okay, ich flieg dir einfach mal nach. Okay, sie fliegt auch 204, das ist ja gut. Eingehende Nachricht. Schon wieder? Was ist denn los? Oh Gott. Nachricht von Ben Denner. Hi Julian, ich bin's, Ben. Elena und ich haben uns gerade unterhalten. Und wir sind beide der Meinung, dass es nicht schaden könnte, wenn du dir etwas Zeit dafür nimmst, die eine oder andere Fabrik zu bauen und noch etwas Geld zu verdienen. Eventuell wirst du in Situationen kommen, in denen du ein finanzielles Polster ganz gut gebrauchen kannst. Ich weiß ja, dass du auf dem Weg zum
Sektor Nayas Unterschlupf bist, aber die Zeit drängt nicht so sehr, als dass du nicht die Möglichkeit hättest, bietende Gelegenheiten wahrzunehmen. Nutze also die Zeit und verdiene etwas Geld, handle etwas. Vielleicht reicht es sogar noch zu der ein oder anderen eigenen Fabrik. Die Gefahren da draußen im Weltall werden auch nicht gerade kleiner. Daher solltest du dein Schiff aufrüsten, soweit es nur irgendwie geht, um gegen solche Gefahren gewappnet zu sein. Ein zusätzliches Schild oder ein schnelleres Schiff kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Es könnte und es wird Gelegenheiten geben, in denen du für jeden Credit dankbar sein wirst, der dir zur Verfügung steht. Nutze also diese Chance. Nayas Unterschlupf wird dir schon nicht davonlaufen, wenn du nicht auf der Stelle dorthin fliegst. Der Sektor wird auch noch da sein, nachdem du dich eine Zeit lang um deine eigenen Geschäfte gekümmert hast. Übrigens habe ich Sayo und Brett schon darauf hingewiesen, dass du dich möglicherweise etwas verspäten könntest. Oh Gott! Wirklich? Ist das euer Ernst? Ist das euer absoluter Ernst? Nein! Oh nein! Wirklich? Soll ich wirklich noch eine Fabrik erstmal bauen? Oh Gott! Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Also echt ernsthaft. Nee, nö. Ich habe gespeichert. Lass mal gucken. Keine Schiffswerft? Hier muss es aber eine geben. Ja. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Okay, keine Ahnung, was kostet. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze der Steckenfarm hat er gut funktioniert, ne? Werden, wegen der immensen Mengen an Ressourcen. Aber oh Gott, ich weiß es nicht. Wo sind wir denn gerade an? Wir sind am Südtor, okay. Okay, ist egal, es ist sehr mittig. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20%. Haha, ausgetrickst! System Paranid Prime. Ausgetrickst. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot warte mal. Aktiviert. Erstmal gucken. Schiffswerften sind das Herz jetzt und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wenn ich ehrlich bin, wir haben das Geld nicht. Autopilot deaktiviert. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20%. Cool, dass man den so austricksen kann. So. Sei ja meine Gute. Priesterringe. Niko no Fune. Hallo Julian, was möchtest du von mir? Ja, offensichtlich nichts. Wo bist du? Kein Ziel. Tor, okay, sie ist da durch. Reich. Ich wusste es doch, dass die da durchfliegt. Aber gut. Okay, so. Haben wir das auch mal gesehen? Wie viel Credits habe ich eigentlich? Weiß ich gar nicht. Erreiche System, Herzogs Reich. Ja. Warte mal, immer noch eingehende Nachricht? Ach so, ich habe nur nicht auf OK gedrückt.
Wo fliegt sie denn hin? Ist sie das? Warte mal. Niko no Fune. Ja, das ist sie. Sie fliegt darüber. Okay. Warte mal. Erstmal auf die Karte gucken. Das ist das Osttor. Ja, das war schon richtig. Nee, nicht locken an. Autopilot aktiviert. So, dann kann ich mir jetzt den Sensor einschalten und alles ist super. Ja. Mich würde interessieren, wo die gute Dame jetzt hinfliegt. Wie ist die eigentlich bewaffnet? Die hat komischerweise das gleiche Schiff wie wir. Und ich glaube, die ist auch genauso. Die ist genauso bewaffnet wie wir, oder? Der Barracuda wurde als Nachfolger des veralteten Boron Aal entwickelt. Neben dem neuen Design wurde der Barracuda mit einem leistungsfähigeren Generator ausgestattet, womit die Waffen-, Antriebs- und Frachtraumkapazität erhöht werden konnten. Oh. Der Barracuda wurde als Nachfolger des veralteten Boron Aal entwickelt. Wir sind ein bisschen besser unterwegs, glaube ich. Neben dem okay. Sind sie wieder rein. Weiter geht's. Ja, es ist ein bisschen langweilig, der Dame nachzufliegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Paranikor, Imperators Graben. Naja. Wir fliegen einfach mal nach und schauen mal, wo es hingeht. Dann sehen wir schon. Das Schlimme ist, wenn ich die irgendwo verliere, weiß ich halt nicht mehr, wo die steht. Autopilot deaktiviert. Also, wo bist du? Da vorne. Niko no Fune. Fliegst du nach rechts, ne? Also Richtung Süden. Navigation, Pflegesektor, südlich. Autopilot aktiviert. Okay, los geht's. Oh Mann. Ja, ich. Boah. Soll ich jetzt ständig aufnehmen oder soll ich einen Cut machen? Ich glaube, ich mache an der Stelle sowieso einfach einen Cut und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Ich meine, wir haben 27 Minuten, das könnte doch eigentlich passen, oder? Dann sage ich an der Stelle, vielen lieben Dank fürs Zugucken, wir sehen uns in der nächsten Folge. Reich des Pontifex. Ich fliege dann noch ein paar Sektoren durch, würde ich sagen, die noch ungefährlich sind. Wir sehen uns dann wieder, wenn es interessant wird, oder? Also bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Reich des Pontifex. Ciao. Ganz gut.